eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Ja, dann haben wir hoffentlich gerade ein Spiel. Dennis wurde gesagt, live in 180. Ich vertraue mal drauf, dass es dann auch wirklich gleich losgeht. Ah, natürlich. Live zählt natürlich wie immer nicht dazu. Sehr gut zu wissen, wie immer. Vielleicht frage ich einfach mal, ob es in Zukunft einfach das Live in 180 dann gezeigt wird. So. Also, scheint, wer hat sich da zu was entschieden? Kann mir auch vorstellen, sogar, dass geswitcht worden wäre, deswegen warten wir einfach mal kurz. Okay, have fun, ja, go. Ah, knife! Ah! Okay. Also doch alles noch rechtzeitig, unfassbar. Oh, da warten wir mal auf die Spieler. Da fällt irgendwie immer so eine dramatische Musik zu der Knife. Ja. Irgendwie da ein bisschen rumturnen, um sich rumlaufen. Was war jetzt so schlimm? Die Koi abgeworfen worden, oder was? Okay. Ach, der Fragan Felix war der Batman hat, okay. So, Berserk kann man zumindest ein bisschen was aufholen. Holen wir mal auf die HP-Anzeige. Alex ja, alleine in 3, das wird er wohl nicht holen. SSR wird entscheiden. Ich kann mir vorstellen, dass sie stehen werden. Ja. Aber ich denke, das ist auf das 2 noch mit die unwichtigste Map. So. Und dann schauen wir mal. Pistol also gleich live. In 3, 2, 1. Go. Zwei Topspawns, einer für lang, einer für B. Solek scheint den Topspawn für B ausnutzen zu wollen. Bleiben wir mal direkt beim drauf. Flamey und Kibaken, aber es müsste auch angesagt werden können von, ich glaube, Asmo, der ja mitgeblieben ist. Ja. Wahrscheinlich haben sie gehofft, dass nur einer B geht oder irgendwie Mitte noch schimmelt. Dass sie da einen schnellen B-Go machen können. Jetzt wollen sie aber Mitte raus, wahrscheinlich nochmal B-Split spielen. Das eine ziemlich gute Standardalternative, natürlich, wenn 2B gehen. Dann ist es heutzutage immer eine Möglichkeit, dass 2-0-3 gespielt wird, beziehungsweise 3-0-2, halt je nachdem, welchen Spot man da sieht. Flamey kann aber 2 noch machen. Bombe wird jetzt, na, wenn sie mal gepickt wird, direkt gelegt, aber das hat jetzt sehr gebracht. Lamp hat auch noch ein Dev-Kit dabei. So, Equipment alle bei Berserk. Er hat noch ein bisschen was und der Retake soll jetzt direkt kommen. Felix holt ein und Felix wird schon mit 3 Kills. Ist auch einer, ja, Deutschlands bester Pistolschütze mit eigentlich, aber Keep It Real macht dann den Frag. 4 Kills von Felix reichen nicht aus, um die Pistole zu holen. Schon ein bisschen ärgerlich. Macht er, ja, fast alles alleine, aber für den letzten reicht es dann nicht. Keep It Real also sichert die Pistole für USSR. Bombe aber gelegt. Das sollte zumindest, ja, eine Eco eben ersparen. Ja. Alex, ja, natürlich erstmal das Fundament angreifen, greife ich das Dach an, gehe ins Fundament. Standardaufbau. Eigentlich sind jetzt schon Mitte draußen ohne Smoke. Das könnte mit ein bisschen Glück schon eine Überraschung sein. Aber ja, Keep It Real hat keine Waffe. Mitte jetzt aber Kibaken schon erfolgreich. Das ist ein bisschen natürlich jetzt ärgerlich, dass sie da gesehen wurden. Haben wir wenige Optionen eigentlich nur noch. Und werden dann auch schon erwartet hier.
Asmo. Kann ich aber einen Refract ziehen. Lang aber gefallen, Alex, ja. Das hätte mit ein bisschen Glück dann die Runde sein können schon. Aber war es nicht. Jetzt Asmo alleine gegen zwei As. Am A-Spot kann sogar noch einen holen. Ist jetzt auch noch Low AP. Aber kommt da nicht mehr weg. Was ist ein Staubsauger unter dem Schreib? Es kann gut sein, dass es die Züge sind. Da mache ich gleich wieder das Fenster zu. Ist immer so eine Sache. Mal hört man sie, mal nicht. Hängt von der Windrichtung einfach ab. So, okay, Petrilli schon mit Ava unterwegs. Berserk voll gegengekauft, aber mit AKs. Nur unterwegs. So, Asmo ist da schon ziemlich schnell gefallen. In der Mitte. Während Lang da ein bisschen gestresst wurde. Auf jeden Fall ja ansagen können, dass da was lang kommt. Stehen auch schon Mitte frei jetzt gelassen. Zu dritt am A. Ja, wichtig ist eigentlich nur, ob Berserk lang einnehmen kann oder nicht in dem Fall. Weil selbst wenn sie die Bombe A legen, wird ein Retake nicht so schwer, wenn sie lang als auch dann sich für kurz oder CT-Spawn entscheiden können. Jetzt schieben schon hier die ersten USSR-Spieler rüber. Ja, und das könnte sich dann doch auszahlen, hier ein bisschen geduldig gewesen zu sein. Okay, Barken jetzt. Auf ihn kommt es ein bisschen an. Kann er einen rausnehmen. Und das sollte eigentlich die Überzahl so richtig nehmen. Flame steht ganz, ganz defensiv und da wird wahrscheinlich nicht mit ihm gerechnet werden dann. Wir haben das Crystal alleine gegen 4. Das sollte also die nächste Runde für SSR sein. 3:0. So, keep it real. Jetzt mit der Arme Richtung lang unterwegs. Dann ist ein normaler Rundlauf von Berserk hier. Haben aber keine Smoke geholt. Ist immer so eine Sache eigentlich. Die Smoke kostet 300, kann die Runde bringen. Eigentlich, ja, irgendjemand hat auf jeden Fall immer Geld dafür. Gabriel hat einmal verschossen. Oh, holt sich dann aber einen schönen Shot hier, Asmo. Auch noch einen ausschalten, das ist Crystal. Felix mit einem Frag. Wird aber nicht mehr auch an, oh, an die Gun rankommen. Jetzt kommt aber noch ein Frag ziehen. Ja, ein schönes Wild hier, Flemmy. So, 4-0. Und jetzt hat Flemmy auch eine Arme. Für den B-Spot oder will er da mit checken? Bin mal gespannt. Ein bisschen komisch, dass jetzt Berserk nicht sich nicht langsam entscheidet, dann auch mal zu einer Arbe zu greifen. Steht da, aber wird locker absmoken. Das macht jetzt auch, das ist ja ganz geschickt. Ich bin erstmal Standard, haben nichts sonst sowieso natürlich nichts zu verlieren. Lassen da eigentlich die Mitte vergleichsweise frei. Oh, na, Alexa kriegt da nichts mehr. Gucken wir mal die Bombe bei Asmo jetzt. Na, kriegt sie nicht durch, da kommt einem. Wir warten auch noch. Crystal auch, ja, und das geht jetzt sehr, sehr schnell. Plötzlich sind alle tot. Flawless Round für USSR. 5-0. So, und weiterhin natürlich USSR. Keine Waffen verloren, aber
Bin mal gespannt, ob sie die Doppel-Ave da aufrechterhalten wollen. Der war jetzt schon. Kleines Duell, 4 gegen 4. Felix und Kibaken, die da jeweils ausgeschaltet wurden. Oh, Natur steht da close. Marcus kann gute Shots setzen. Und jetzt könnte mal der B-Split zumindest aufgehen. Alex, er steht da voll in der Smoke. Aber jetzt nicht wieder, dass einer gegen ihn läuft wie vorhin oder wie gestern. Das war Pronax. Und das Step kann man eigentlich gehört haben, hat er aber nicht. Kann da noch einen rausholen. War ich doch ein bisschen ungeduldig da gewesen. Jetzt Problem ist, die Bombe ist noch vor B down. Jetzt Asmo hat mal eine Arve in der Hand, aber. Ah, wird er von Keep It Real geholt. Jetzt Solek. Was als nächstes? Probiert. Ja, okay. Das war eine Einladung für Keep It Real. 4 Frags von ihm. Jeden Frag danken angenommen. Und damit schon 6 CT-Runden für die Russen. Und wie gesagt, keinesfalls unterschätzen. Erstmal kriegt man 2. Oh, Latro schon wieder mit 3 Gegenfrags sofort. Jetzt mal wieder ein 2-on-2. Da haben sie bisher wirklich sehr, sehr schlecht ausgesehen. Auch, das kann man vielleicht nicht vergleichen, weil der Crystal nicht da war, aber eben auch letzte Woche, als Crystal krank war. So, es ist ja sehr committed auf den A-Spot. Könnten B nur auf Retake spielen. So, Flamey stirbt, jetzt Kibaken alleine gegen 2. Okay, das ging gut auf. So, aber er wird wahrscheinlich nicht gehört werden. Bin gespannt, wie sehr Felix hier auf. Ja, passt auf Katas auf, okay. Wir sehen es zumindest als, ob die, als Option dahin. Ah, Kibaken kann einen ausschalten. Wird dann ein bisschen unglücklich und Felix kann daraus profitieren. Erste Runde für Berserk. Aber auch sehr, sehr. Random Runde gerade gewesen. Tja, jetzt mal schauen. Ein bisschen Geld ist ja auf jeden Fall da durch die Flawless Rounds, die da waren. Und wieder Mitte freigelassen von SSR. Und bisher hat eigentlich Berserk es auch. Müsste es eigentlich erkannt machen, also ganz, ganz ehrlich. Da haben sie schon mal mit dem Finger wirklich reingestochert. So, jetzt wieder Mitte mal ein Versuch. Das geht, glaube ich, wahrscheinlich wieder kurz hin. Und das war bisher nicht so wirklich erfolgreich. Kamen sie, glaube ich, einmal durch, konnten die Bombe legen, hatten aber dann noch eine Unterzahl gehabt. Hier kommen sie aber ohne Kontakt drauf. Diesmal. Mal schauen, ob Asmo den Taser noch auspackt, den er gerade gekauft hat. Ja, das dürfte Runde Nummer 2 sein. Höchstwahrscheinlich. Ja, gehen auch schon die USSR-Spieler bald saven. Das ist sogar schon der Fall. Du Heilige, was ein Shot hat das? Wen hat denn das genau getroffen? War das der linke oder der rechte? Aber einfach nur, jetzt bräuchte ich echt so eine Sofortwiederholung. Was war das denn für ein Shot gewesen? Ja, eine Waffe hat es noch rausgezogen, Runde geht aber trotzdem an Berserk. Mal schauen, Keep It Real hat sich wieder eine Arve geholt. Das ist die letzte Runde, auch die sie wirklich verlustfrei kaufen können. Jungs von USSR. Dann müssen sie sich was überlegen.
So, es gibt wieder den B-Split wahrscheinlich. Und das hat jetzt Alternate richtig gesehen. Jetzt müssen sie nur wieder Profit daraus ziehen. Boah, Flamey hat aber richtig nette Skins. Der hat ein bisschen zu viel Geld anscheinend. Hat die Hole, hatte die Redline Stat-Track. Aber gut, ich flame nicht. Flamey. Stellt einfach nur dazu ein, Bombe gelegt. Und mit drei gesaveten Waffen werden sie dann auch, ja, jeweils Flamey und Kibaken eine Waffe droppen können. Ja, die Bombe geht hoch, 6 zu 3, aber Berserk, ja, hat sich hier mit einer 6-Runden-Rückstand natürlich schon ein sehr tiefes Loch gegraben, aus dem sie sich jetzt wieder rauskraxeln müssen. So, dann schauen wir mal, nächster Versuch. Verschossen, dürfte auch jetzt nochmal ziemlich weiß sein. Lamp schon gefallen und auch Keep It Real. Und jetzt hat sich USSR so ein bisschen eingestellt als... Ja, eigentlich haben sie sich gar nicht anders eingestellt, muss ich jetzt gerade sagen. Ich dachte, der dritte wäre auch in der Nähe, aber sie haben weiterhin 2-0-3 gespielt. Latro konnte zwar noch zwei Frags ziehen, aber das wird dann die Runde wahrscheinlich dann doch nicht kosten. Außer da passiert jetzt ein mittelgroßes Wunder. Jetzt Flamey hier Felix Gold, mein Wert hätte schon der erste Weg zum Wunder gewesen. Und 4 Schüsse, das kann Flamey nicht machen. 6 zu 4. So, und jetzt hat mal Crystal Narbe. Und du hast es, er kauft nochmal gegen. Kriegt Flamey auf 19 HP runter. Dachte, normalerweise zieht es da jetzt nur noch so 50 HP, aber okay. Die Wagen jetzt schon mal früh gefallen. Es ist nur noch Flamey drauf und sie ziehen sich trotzdem zurück, sind wohl mit dem First Break zufrieden. Ist auch schon eine rübergeschoben. Dann schauen wir, wie jetzt Latro in der Mitte Kontakt haben wird. Anscheinend gar keinen Kontakt. Alex, er hatte sich die Arme geschnappt. Mit Chris getauscht, na schauen wir mal. Und was ist er wieder auf Retake? Also rechnen wohl jetzt wirklich felsenfest mit einem Argo. Und jetzt geht's doch einfach drauf, ohne dass Asmo da stresst. Okay. Na, die Waffen werden durchgehen. Ah. Und B-Retake hat sich nicht sehr rentiert für USSR, hat sich auch bisher überhaupt nicht rentiert. Eigentlich wäre eine gute Option, mal auf 2-1-2 zu switchen. So, man kann auch einen holen, Keep It Real, für den wird es jetzt auch schwer. Zwei Gegner sind da. Boah, Alex R kommt da gerade erst raus und macht den Frag. Also 6 Runden zuerst für USSR, jetzt 5 in Folge für Berserk. Eco für USSR. Gucken wir mal, sie stacken B und das könnte teuer werden. Das könnte extrem teuer werden. Wurde aber rechtzeitig gesehen und da kam eine richtig nette Home Run HE. Richtig schön. Auch gleich hat er 160 Schaden gezogen, locker. Das könnte natürlich auf jeden Fall helfen, hier die Verluste ein bisschen begrenzt zu halten. Alex R.
Fällt aber auch noch. Bombe ist auch schon gerade schon unterwegs. Solex sollte jetzt eigentlich nicht fallen, sonst wäre es einfach unverhältnismäßig teuer auch. Kibitril hat schon eine AK. Und Latro hat eine Awe. Kibitril könnte mit etwas Glück hier noch. Nein, Solex holen, das macht er aber nicht. Latro wird sich hier darum bemühen, die Awe durchzubringen. Dann Felix noch den Frag, die Awe, die wollen sie eigentlich wahrscheinlich schon noch haben, die kriegen sie aber nicht. Das ist natürlich zwar Pech, aber 6:6, ich denke mal, das nehmen sie dann doch noch in Kauf nach 6 gewonnenen Runden hier. Und jetzt, was haben wir denn hier für ein Arsenal? Das kommt mir echt so vor, als würde es gerade aus der Ostukraine stammen. Scar 20, Scar 20 und AWP. Also diese Runde für die T's zu gewinnen, sie müssten sich eigentlich darauf beschränken, wirklich hier die Waffen einfach nur rauszuziehen, dann könnten sie in den letzten beiden Runden zumindest noch voll gegenspielen. Natürlich, Runden gewinnen ist immer so eine Sache, den hat man gerne, aber Kibak jetzt auch mit dem Autosniper. Nette Farbe, die da drauf war. Smaragd, okay. Latro jetzt macht auf den Frag und das könnte wirklich halt eine 5er Runde werden. Asmo fällt auch mit der Awe. Felix alleine gegen 5. Ja, dann haben wir noch ein kleines bisschen Zeit. Eigentlich klar, dass Keep It Real da abaimen wird. Ja. Und das bedeutet Runde Nummer 7, also direkt nach dem, ja, nach dem Ausgleich, nach dem hart erkämpften Ausgleich geht USSR wieder in Führung. So viel Geld war jetzt gar nicht da für Berserk, die werden also ja, jetzt auf jeden Fall, naja, sie können sowieso dann wahrscheinlich nächste Runde noch einiges kaufen in der letzten. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht vom Geld her. Alex, ja, hat noch eine Awe. Flamey fällt ohne einen Gegner zu ziehen. Kibaken jetzt mit dem Autosniper, kann aber noch 2 machen. Rechnet aber nicht schon mit Close Contact, der war schon da. Natürlich jetzt nicht die besten Waffen zum Retake für USSR. Also sie könnten sich auch überlegen, die Waffen durchzubringen eher, wenn sie nicht genug Geld haben für die zum Rebuy. Und das wäre eine Option eigentlich, dass sie jetzt hier nur noch das Geld rausziehen. Ja, Keep It Real, war ziemlich close. Ja, okay, lang. Sie wollen tatsächlich retaken. Und plötzlich ist Alex alleine und er hat nur eine Arme in der Hand. Und Latro hat das Death Kit, das heißt Keep It Real, der muss hier durchziehen. Und das dürfte auch so eigentlich nicht reichen. Und das tut's auch nicht. Latro saved die Arme. Aber hat einfach auch ein bisschen Kommunikationsfehler gerade da. Denn das DevKit hätte die Entscheidung bringen können. Ja, aber die Runde wurde noch teuer. Und deswegen sehen wir jetzt hier nur eine Arbe, keine Autosniper. Alex R. hat aber auch wiederum eine Arbe in der Hand. Oh, also macht den Frag damit Lamp und Felix sich gegenseitig ausgeschaltet. Keep It Real schießt jetzt gerade einen der wenigen Male bisher heute, die wirklich wirklich sehr machbar waren. Oh, Kalbi, bei dir will ich leben. Erstes gewesen von lang aus. War kein Kurzfrag. Dann ist jetzt Crystal. Schleicht sich auch kurz durch. Macht das jetzt ziemlich safe.
Also macht den Frag dafür. Jetzt ist es ein 3-on-1. Flamer sofort kurz. Mit Glück kann er da noch einen Frag ziehen. Aber da passt schon Asmo auf. Setzt aber nicht den Frag. Nur noch 15 AP wiederum bei Flamey nach dem Feuerduell hier. Bombe liegt für lang. Die Runde musste am besser gehen. Good half. Damit 8-7 der Halbzeitstand. Und damit Second Half. Schauen wir mal Aufbau von USSR. Sehr standardmäßig werden ja wahrscheinlich jetzt gleich Richtung Mitte gehen. Das ist auch der Fall. So, und es gibt einen B-Split. Er kann einen holen. Felix aber auch schon gefallen. Ohne einen Frag zu ziehen. Jetzt sind sie zu viert plötzlich auf der. Ja, zu viert auf dem B-Spot. Muss eigentlich die Runde sein. Boah, der Shot hier von Asmo gegen zwei, aber das wird ziemlich schwer. Hat ein Death-Hit. Oh, hat eigentlich gut noch die Flash bekommen. Da war Flamey aber todesweiß, Lamp aber wiederum nicht. Damit 8-8 und die Chance, ja, ist es jetzt hier richtig davon zu ziehen. Ich bin mal gespannt, ob Berserk jetzt hier in dieser Runde, in der nächsten Runde dann irgendeinen Force-Buy machen will. Eigentlich hätten sie sich jetzt hier auch gut Kevlar holen können. Alex, er steht close. Lang, eigentlich kann er Asmo weggehen. Aber vielleicht wollen sie hier einen kleinen Retard-Magnet machen. Mal schauen, ob Latro darauf reinfällt. So, Felix. Ja, im letzten Patch wäre er auf jeden Fall noch drauf gegangen. So, jetzt geht's kurz durch. Markus kriegt hier einen Headshot gegen die Barken, aber trotzdem halt fällt der Frag nicht. Ja, und damit USSR schon mal erste Runde eingelöst und da eigentlich keine Waffen wirklich verloren gegangen wurden, lohnt es sich jetzt auch nicht für Berserk irgendwie gegenzukaufen. So, Soli kriegt direkt nochmal einen Hit ab. Die sind jetzt, glaube ich, auch ein kleines bisschen tilt gerade. 35 HP noch bei ihm. So, und die HE könnte dafür einen reichen. Ja, Soli noch 6 HP. Jetzt gibt es einen Go. Ich denke mal, er war ein Flash-Timing-Go, der aber, ja, bedingt aufging. Alex, er kommt jetzt zwar an, eine Bombe rein, an die Waffe und an vielleicht die Bombe rein. Jetzt pickt er genau in dem Moment die AK. Markus, er kriegt zwar noch einen, aber auch wenn es eine gute Eco natürlich war, drei Waffen gezogen. Die Runde ist nicht da. 10-8 USSR auf einer leicht Healer-Sting-Map. Also da muss ich jetzt Berserk schon
anstrengend. Drill macht direkt den Frag gegen Alex R. Oh, Lag. Das hatte ich vorhin auch gehabt, oder gestern. Oder war das? Ja, heute Nacht auf Matchmaking. Ne, war vorhin noch. Aber natürlich ist das ein bisschen eine andere Kategorie jetzt hier. Alex R hat theoretisch die Chance auf einen B-Split, wenn sie wollen. Wahrscheinlich werden sie nochmal kurz ein bisschen, ja, ein bisschen kurz backen. Wer war da? Asmo und Asmo wieder A decken. Asmo holt einen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist da? Da ist Felix. Ja, da war Felix. Ziemlich schnell gefallen. B-Split kommt. Und so legt er. Ja, aber hat immer einiges. Sein Glück, holt ihr die Bombe. Es dauert jetzt ein bisschen länger. Lamp ist zwar jetzt da. Man kriegt ihr so leck. Nice Shot von ihm. Oh, keep it real. Dann nicht mit Asmo so schnell gerechnet. Und Crystal von der cut das aus. Besiegelt ist. Also, Berserk bleibt dran auf jeden Fall. Schauen wir mal aufs Geld von USSR. Die haben ein bisschen was übrig. Keep it real. Mal schauen, ob sie ihm eine Arbe spendieren. Alex R ist. War das ein kurz gepusht mit der Arbe? So, mit der Smoke faded jetzt gerade. Da zwar vor, oben ist Alex R mit der Farbe kurz. Mal schauen, ob wir gleich da ein bisschen Action sehen werden. Oder ob sie ja direkt mit rausgehen. Sie scheinen direkt silent mit rausgehen zu wollen. So, haben wir ein Timing Molly hier. Von. So weit war das nicht, das war dann von Felix. Und so wieder alleine auf dem Baseball. Diesmal fällt er sofort. Bombe ist unterwegs. Und jetzt die einzige Chance, noch Keep It Real eigentlich direkt zu holen, ohne dass da eine Verlust entsteht, aber das war dann doch der Fall. Keep It Real kriegt noch einen, holt auch genug Zeit raus, dass sein Crystal noch fällt. Durch Support vom Basebomb, vom Basebot. Und jetzt plötzlich erstmal alleine gegen drei. Das wird jetzt auch ziemlich schwer. Mal schauen, ob sie vielleicht die Arbeit noch picken wollen. Aber keinen mehr. Der bringt sogar noch die Arbe für die Tees mit. Ja, und damit 11 zu 9. Das war Alex, ja. Mal schauen, ob sie hier gleich durch wollen. Oh, aber sofort geholt hier von der XR. Und zwar nicht an die Bombe ran, aber. Zumindest 5 on 4. Mal schauen, ob sie versuchen, irgendwas auszuschließen. Das ist jetzt die Entscheidung natürlich, ob sie die Überzahl versuchen, durchs Aussitzen zu. Diese auszunutzen oder ob sie dann lieber. Oh oh, und den Step könnte Flamey gehört haben. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte. So, gut aufgepasst von Flamey. Hat er da die Waffe irgendwie weggeschafft? Der Burnerson cleared alleine den B-Spot. Einfach mal rausgedüst. Jetzt sind Crystal und Asmo alleine. Jetzt ist Crystal ganz auf sich alleine gestellt und
Kommt auch bisher keine, kommt keine Waffe irgendwo. Das heißt, er musste sich, wenn er nur aus den Händen eines Gegners beschaffen. Das wird nicht der Fall sein. USSR. Runde Nummer 12. Oh, mal kurz einen Blick jetzt hier auf die auf Score. Latro bisher jede Runde theoretisch natürlich durchschnittlich einen Frag. Keep it real auch schon mit sehr, sehr vielen Kills dafür, dass er eigentlich nur AWP spielt. So, lang. Mal schauen, ob er erstmal was bekommt. Das müsste er eigentlich bekommen. Kriegt zwei, kriegt die Bombe dazu. So, komisch, dass er vielleicht die Deathcam nicht angesprungen hat. Eigentlich müsste der die Deathcam zeigen können, wo er war. Naja, Asmo, drei Frags diesmal. Jetzt noch Keep It Real gegen 4. Erstmal weggesmoked. Das Gruppenkuscheln hier. Oh, Keep It Real müsste den Schieber gehört haben. Mal schauen, ob er da vielleicht noch ein Frag kommt. So, jetzt ist er angesagt, da darf er eigentlich nicht lebend rauskommen. Kommt aber noch ein. Dann macht Alex ja Schluss. Nimmt er die Arme mit? Das tut er. 12 zu 10. Er sagt, bleibt dran. USSR kann aber eigentlich nochmal kaufen. Die Frage ist nur, ob sie es wollen. Latro hat wenig. Ja, das machen sie dann. Mal schauen, wie es Latro macht. Er pickt sich eine Diegel und Abfahrt. Alex, er behält die AWP. Tower hier von Felix, beziehungsweise für Felix. Der geht nicht so ganz auf, kann zwar ein bisschen Damage ziehen, aber ist ja Alex ja mit dem Frag. Und damit wieder eine Überzahl für Berserk. Und Lampi jetzt plötzlich rast nochmal aus und damit haben wir eine 4 gegen 3 Situation. Und Asmo fällt jetzt auch A on Spot. Jetzt kommst du eigentlich nur von Felix ab, der wird aber auch sofort aus dem Spiel genommen. Und plötzlich ist diese, ja, Überzahlsituation da vollkommen aufgelöst geworden. Und Solek sieht da nicht lernen. Und damit holt USSR ihre 13. Runde. Es hätte sehr gut hier in 12-11 sein können. Für Berserk. Alex R hat sogar ein kleines bisschen Equipment für Lang. Mal schauen, ob sie da einen Smoke oder sich vielleicht durchflashen wollen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Flamey erstmal mit unten gesmoked. So, es ist einfach gleich einfach mal B rausgasen. Gucken wir mal, wer ist da? Solek. So, Solek wird gesehen. Felix pusht nach, macht den Frag.
kann aber nur einen Reflex setzen. Alex, er jetzt aber mit einem Bombe down. Muss erst wieder neu beschafft werden. Equipment auch schon ziemlich weit weg. Keep it real, der einzige noch mit Equipment. Aber jetzt waren plötzlich die Breaks dann nur noch für USSR. Vielleicht ein bisschen ungeduldig von Berserk, aber ich glaube nicht, dass sie wussten, wo die Bombe genau liegt. Wie gut es eigentlich... Was für eine gute Möglichkeit sie hatten, da ein bisschen was aus der Runde zu ziehen. Ja, und damit hat USSR Runde schon Nummer 14 gesammelt. Ja, und sind hier auf jeden Fall sehr, sehr nah dran, jetzt hier den Sack auch zuzumachen. Zwei Runden aus 6. Auf einer T-lastigen Map. Richtung Lamp unterwegs. Keep it real. Mal schauen, ob er vielleicht kurz gleich einen Frag machen kann. Lamp ist währenddessen Mitte noch ein bisschen am Steppen. Das könnte... Oh, und sie werden den B-Split faken. Auch wenn das Smoke heutzutage nicht mehr viel aussagt. Wahrscheinlich gleich auf Timing gibt es dann einen B-Split. Obwohl, naja. Was soll das werden? Erst ein Argo, dann ein Fake, als wäre das ein B-Split. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was die USSR plant. Die stehen ja erstmal so ein bisschen eilenmäßig rum. Also zuerst wird es den B-Split geben. So, und dann bleibt immer die Möglichkeit, dass es nämlich in Wirklichkeit ein Kurzgo ist. So, Alex R kann jetzt hier einen Langspieler holen, aber dafür ist Asmo alleine. Alex R kann gerade noch so supporten. Oh, und sie regeln jetzt hier gerade. Keep it real alleine gegen 5. Das dürfte eigentlich keine Runde werden, das wird sie auch nicht. 14 zu 11. Oh, es ist R. Ja, noch einmal können sie kaufen. Na, noch einmal können sie auf jeden Fall noch kaufen. Voll auch. Alexa wieder schnellen. First Break. Einfach nur rausgegast hier lang. Und wer ist da? Asmo ist da. Asmo mit 2. Dann ist Schluss. Mal schauen, Alexa kriegt zwar eine Flash, aber die kam ein Stückchen zu spät. Kibaken mit 2 Refrags hier gerade. Das war aber nicht so sicher wohl gerade mit der Arbeit. Jetzt macht er aber selber auch den Frag. Mal schauen, ob sie es erstmal Dev oder wie sagen wir mal eher ruhig spielen wollen. Das sieht nicht danach aus. Felix ist schon ziemlich weit oben. Kann also auf jeden Fall einen Schieber ansagen, wenn der kommt. Natürlich gefährlich, dass es natürlich einfach durchgeht. Dann ist die Runde ziemlich gefährlich. Kibaken hofft hier auf einen Frag gegen Crystal. Aber der steht auch richtigerweise ganz dev. Wäre natürlich aber ärgerlich, wenn sich die USSR-Spieler vorschleichen würden. Das ist aber relativ unwahrscheinlich. Also schon eigentlich die richtige Wahl. So, jetzt kann Crystal ansagen. Lang wurde gesmoked. Sie kann einen holen, Kibaken als letzter mit 9 HP und die HE reicht. Da sagt Runde Nummer 12, bleibt dran. Jetzt hier. Und jetzt sind es nur noch 2 aus 2, die 2 aus 4, die USSR helfen würden. Und den Sieg bringen würden. Sie müssen einmal sparen. Das ist jetzt der Fall. Und sie düsen einmal lang durch. Das ging schnell. Der einzige, der fährt, ist Crystal. Vierer Runde für Berserk. Das heißt, eigentlich soll es ja für die letzten Runden reichen. Marken wieder mit Arve. Alex R. ebenso. Und die könnten sich hier sehen. Kibaka hat ein kleines bisschen Time. Kriegt aber eine Flash. Bleibt ohne Folgen. Ja,
Und es gibt keine OT, also Draw gibt dann eine Punkteteilung, keine Overtime, sonst was. Oder was gesehen. Es ist ein bisschen verstreut hier gerade. Lang könnte es ein Duell geben, ja. Und das gewinnt Alex ja gerade für sich. Mitte aber auch kurz ebenso. Christian steht wieder schimmelt an der Tür. So. Einen kann auch die Arme rausziehen. Da hat es aber nicht gerade sehr konzentriert gewirkt. Boah. OLMG, Data E, aber die ging richtig, richtig ins Gesicht. Also das war wirklich jetzt der Inbegriff davon, eine Granate ins Gesicht zu bekommen. Ich glaube, da hat die vorher schon 5 Schaden gemacht, weil die Nase gebrochen wurde. Die hat richtig gesessen, 14-14. Und plötzlich, haben wir nur noch 2 aus 2 für jedes Team für den Sieg. Und bei einem gibt es eine Punkteteilung. Und wir haben auf jeden Fall in der letzten Runde natürlich eine Matchrunde. Ein Team, was die Chance hat, hier den Sieg nach Hause zu fahren. Und welches das sein wird, entscheidet sich natürlich jetzt in den nächsten 2 Minuten spätestens. Das ist eine schöne Pussy. So, Crystal, kann er holen? Kein. Dürfte jetzt noch da sein. Solek dürfte noch da sein. Felix auch. Kann aber jeweils nur einen holen. Da gasen die USSR-Spieler einfach auf den Spot drauf. Das war mal ein bisschen knapp verschossen. Bombe gelegt. Beide haben Devkits und eigentlich, sie müssen es eh versuchen. Sie haben genug Geld. Das ist jetzt nicht die Frage. Der Hamoli, der geht richtig auf gegen Kibaken. Der wird sterben. Keine Chance. 2-on-2. Lato kann nur noch einen holen. Und die Boah, da ist auch Molly drauf. Aber es reicht. Also, wer sagt, Runde Nummer 15. Und hat Berserk plötzlich den Matchpoint nach einem richtig netten Comeback wiederum. 5 Runden in Folge, wie ihr gerade seht. Statt 14-10, jetzt 15-14. Haben sie am Ende doch nochmal ein bisschen hier die Serious-Keule ausgepackt. Alex R. hat die Arbe. Ist aber lang. Gab wieder eine Flash für ihn. Boah, Chris kriegt 60 AP halt echt durch die Kiste ab. So, er gab aber eine richtige nette Flash. Trotzdem hilft die nicht so ganz. Was ist, er wird da uns bekommen. Alex R. vielleicht mit Glück. Nein, verschießt einmal. Smoke wird dafür sorgen, dass die Bombe gelegt werden kann. Alex ist natürlich ganz wichtig mit dem Taser unterwegs, wie wir sehen. Felix und Solek mit ihm jetzt zusammen auf Retake-Versuch. Viererkiste wird wieder gemollied. Kibaken wieder da, das Opfer. Fällt raus und wird keinen Frag machen können. Jetzt Lamp und Latro alleine. Die Bombe liegt nicht sehr gut für sie. Die Bombe tickt aber schon vergleichsweise schnell. 4 Sekunden noch. 3, 2, 1. Fällt jetzt aber doch noch. Und damit muss eigentlich das Draw safe sein. Ich denke mal, aber jetzt wird Alex einfach durchziehen. Und er zieht durch. Er wird durchziehen, er wird durchziehen. Er, es reicht. Es reicht. 16-14 mit einem Smoke Diffuse einfach.